Freddy. Nee, alles nog eins auf der Bühne, ey. Leck mich. Mann, ey. So, für ihn aus der Band 1. Backstage-Bereich ist groß, such dir leer aus. Oh Mann. Das war ein Scherz. Aber geil, dass wir von Gummi Angel zu Kondom kommen auf die Bühne. Alles Geschenke auf Tour. Alles dabei, groß, ey. Was schreit ihr denn die ganze Zeit so? In der Schule werdet ihr rausgeflogen. Aber für Geschenke bin ich natürlich ganz klar. Weil ich spruche, oder? Wieder hin. Ja. Hinein. Was soll ich denn rufen? Hallo? Hallo? Und er kommt nicht, siehst du? Kommt der Godzilla wieder? Ist das schon? Wie heißt du? Wie heißt du? Lydia? Lydia. Okay, dann nehme ich dich mal ganz kurz mit Comedy vorne. Nein. Oh, natürlich die andere möchte, weißt du? Soll ich auch auf die Bühne? Okay, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Wir lachen viel auf die Bühne. Ich will auch auf den Arm. Kannst du dir mal fragen? Die Männer sitzen da wirklich auf der Stange, aber das ignorieren wir mal ganz kurz. So. Leute, das ist Lydia. Wir kennen uns nicht, jetzt kennen wir uns, ja? Ich mache das mal ganz Sinn. Lydia hat ein Poetry Slam geschrieben, hat sie mir gerade gesagt. Für die verstorbene Mama. Und sehr gut gefallen, dass ich das kurz vortragen darf. Und ich würde sagen, wir hören mal Lydia zu. Alles gut. Weißt du schon trinken? Weißt du schon trinken? Alles gut. Fressen, auf, runter. Weil manche das sich nicht aussuchen können. Gott. Und der Text heißt: Mama, das Leben ist nicht fair und geht so. Wenn ich jetzt in meinen Gedanken schwebe, in den Himmel schaue, hoffe ich, dir geht es gut. Ich sehe Sonnenstrahlen, die strahlen durch die Wolken auf die Erde hinab und herab. Und ich merke, dass du bei mir bist. Du bist nicht hier bei mir, aber du bist da. Nah bei mir. Der Wind weht ganz schlicht und leise durch meinen Körper. Ich schließe die Augen, denn ich weiß, dass du es bist. Diese Momente haben meine Frist, denn sie sind sehr selten, aber dafür vergisst man sie. Ich wünschte, ich hätte Magie, dann würde ich dich mit Harmonie hierher zaubern, dich wieder zurückholen und dich nie wieder loslassen, damit du mich nie wieder verlassen kannst. Und das wäre mein größter Wunsch. Doch leider geht das nicht. Mama? Ich schreibe noch immer Briefe an dich und dieser Text geht auch an dich. Für viele ist das lächerlich, aber letztendlich macht mich das glücklich und ich hoffe nur, es ist möglich, dass du sie liest. Auch wenn ich keine Antwort bekomme, weiß ich, du bist da, nah bei mir. Zwar nicht hier neben mir, aber manchmal kann ich es in mir spüren und das lässt mich zu dir zurückführen. In Gedanken reise ich dann zurück in die Vergangenheit, zurück zu dir, zurück dahin, wo du noch da warst. Ich versuche jedes Mal, mich nur an die schönen Momente zu erinnern. Doch leider kann ich es nicht verhindern, denn die nicht so schönen gehören mal nur mal dazu. Doch ich weiß noch allzu, wie wir zusammengehalten haben, Mama. Man sagt ja so schön in guten wie in schlechten Zeiten. Und da habe ich das erste Mal gespürt, dass Familie alles ist und wirklich in schlechten Zeiten zusammenhält, auch wenn alles zusammenfällt, wie in dieser Zeit. Denn die Wahrheit ist, im Jahr 2011 ist für unsere Familie eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich war dort noch zu klein, um zu verstehen, was dort geschah. Doch trotzdem ist mir eine Sache klar geworden. Wir waren gottverdammt so stark, das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Ich war noch ein Kind und zu blind, um zu sehen, was um mich herum passierte. Zu blind, um zu sehen, dass ich dich verlieren werde. Zu naiv, dass ich glaubte, dich kann nichts besiegen. Mama, du warst wie eine Löwin, so stark. So stark, ich konnte eigentlich nichts klein machen. Du konntest irgendwie immer alles weglachen. Die Steine, die dir im Weg lägen, hast du nicht weggeschmissen, nein. Du hast sie kaputt gekriegt. Nichts und niemand konnte dich aufhalten. Jede Narbe, die du getragen hast, zeigte Stärke.
So traurig wie es klingen kann, der beste Kapitän auf Erden auch nichts tun, wenn ein Riesenunwetter sein Steuer übernimmt. Am Ende gewinnt das Unwetter und leider Gottes bestimmte die Krankheit über dich. Du hast bis zum Ende gekämpft, Mama. Damals erklärtest du mir, dass du zu wenige Polizisten hattest, um die Räuber aufzuhalten. Nur so konnte ich als Kind verstehen, wieso Mama eine starke Mama besiegen kann, die die Krankheit gewann. Und ich war zu blind, um zu verstehen, dass du für immer gehst. Ich habe gewartet, so lange gewartet, dass du wieder zurückkommst. So lange gewartet, bis der Albtraum ein Ende hat, bis du wieder da bist. Nach ein paar Jahren realisierte ich, dass der Albtraum das wahre Leben war. Das wahre Leben nahm mir meine Mutter zu früh. Ich werde nie verstehen, wieso ausgerechnet du. Ruhe und Frieden, das Leben ist nicht fair. Ohne dich ist irgendwie alles so leer. Es fehlt ein Teil und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Merkt sie nicht, dass ein Stück fehlt? Sie stehlt ein Teil und macht einfach weiter, als ob nichts gewesen sei. Bleib stehen, es fehlt ein großer Teil. Die Welt muss stehen. Aber sie muss sich weiterdrehen, das Leben muss leider weitergehen, auch wenn ich es ohne dich nicht führen möchte. Mama, ich wollte, dass du meine Kinder kennenlernst, denn ich weiß, wie glücklich dich das gemacht hat. Mama, du solltest bei meiner Hochzeit dabei sein, bei all diesen großen Momenten in meinem Leben solltest du dabei sein, weil ohne dich fühle ich mich so allein. Mama, ich hoffe, du bist bei all diesen Momenten trotzdem da, zwar nicht hier neben mir, aber trotzdem hier, nah bei mir. Mama, ich hoffe, du bleibst für immer in meiner Erinnerung, wie ich morgens in dein Bett gekrabbelt bin und wir den größten Blödsinn gemacht haben. Oder ich weiß noch genau, wie du fast vor Lachen erstickt bist, weil Ela so eine dumme Grimasse gemacht hat. Die Erinnerung geben mir das Gefühl von Heimat. Diese Erinnerung darf ich niemals vergessen, das würde ich mir niemals verzeihen. Ich weiß, ich war noch ein Kind, es könnte sein, dass die Erinnerungen verfliehen, doch nein, das dürfen sie nicht. Mama? Ich werde niemals vergessen, wie gut du warst. Wie niemals vergessen, wie schön du warst. Mama, die besten Menschen sterben zu früh und du stehst ganz oben auf der Liste von den besten Menschen. Ich werde niemals verstehen, wieso die besten Menschen als erstes gehen müssen. Wer zur Hölle hat das entschieden? Ich weiß, die Welt ist schlecht. Vielleicht haben sie dich zu einem besseren Ort geschickt. Denn nur, das werde ich doch hoffen, denn nur so kann ich es mir erklären. Mama? Noch immer schaue ich in den Himmel und denke an dich. Anna Maria, ich hoffe, es geht dir gut da, wo du bist. Ein starkes Mädchen. Ja. Ja, dann wirst du auch das gewinnen.